Herzlich willkommen. Mein Name ist Marius Möller. Ich leite die Steuerabteilung von PwC Deutschland. Ich heiße Sie willkommen, unseren PwC-Videoblog gemeinsam mit mir zu betrachten. Gehen wir rein. Hallo und herzlich willkommen bei PwC Tax. Wir freuen uns, dass Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Barbara Weber und in den nächsten rund 200 Sekunden geht es um Neues und Geplantes aus der Finanzverwaltung. Beginnen möchte ich mit dem Thema Abschlagszahlung auf Werkleistung und der Frage, kommt es durch diese Abschlagszahlung zu einer Gewinnrealisierung? Eigentlich nicht, da Abschlagszahlungen vor Abnahme des Werks als Anzahlung auf ein schwebendes Geschäft erfolgsneutral zu vereinnahmen sind. Bei Abschlagszahlung nach § 8 Absatz 2 HOAI alte Fassung auf Planungsleistung eines Ingenieurs kommt es aber bereits bei Entstehung des Anspruchs auf Abschlagszahlung zur Gewinnrealisierung, auch ohne Abnahme der Leistung oder Stellung der Schlussrechnung. So lautete die Entscheidung des BFH im Mai 2014. Das BMF schloss sich, anders als das IDW, dieser Auffassung an und dehnte die Anwendung der Rechtsprechung mit seinem Schreiben auf weitere Abschlagszahlungen aus. Die Konsequenzen, wie die Vorverlagerung der Erträge, treffen daher mehr Steuerpflichtige als erwartet. Aber auch wenn der Gewinn aus der erstmaligen Anwendung auf 2 bis 3 Wirtschaftsjahre verteilt werden kann, lohnt es sich, individuelle vertragliche Regelungen genau zu prüfen. Nicht jede Zahlung ist so gut wie sicher. Nun zu einem ganz anderen Thema, der Verschmelzung von Drittstaatenkörperschaften und der Frage, führt die Verschmelzung dieser Körperschaften zu erfolgswirksamen Konsequenzen auf anteilseigener Ebene? Nach dem Wortlaut der neuen Körperschaftssteuerrichtlinie 12 ja, denn die übertragende Gesellschaft in unserem Beispiel ist im Inland nicht beschränkt steuerpflichtig und § 12 Absatz 2 Satz 2 KStG folglich nicht anwendbar. Die Konsequenz könnte eine vollsteuerpflichtige Sachausschüttung des Vermögens der übertragenden Gesellschaft an den Anteilseigner sein. Und auch wenn sich die geforderte beschränkte Steuerpflicht weder aus dem Gesetz noch dem Sinn und Zweck der Vorschrift ableiten lässt, soll an der neu gefassten Richtlinie festgehalten werden. Eine weitere Frage, die viele im Rahmen von Umstrukturierungen beschäftigt, können eigentlich die stillen Reserven der Organgesellschaft die untergehenden Verluste des Organträgers retten? Eine Antwort hierauf und auf weitere Fragen zur Konzern- und stille Reservenklausel soll das mit Spannung erwartete BMF-Schreiben zur Auslegung des § 8c KStG geben. Nicht weniger interessant und relevant ist das BMF-Schreiben zu § 50a ESDG, an dem derzeit gearbeitet wird. Insbesondere die Frage, ob bzw. wann eine Rechteüberlassung im Sinne dieser Vorschrift vorliegt, soll in dem Schreiben beantwortet werden. Ob hierbei tatsächlich auf Vorschriften des Urhebergesetzes zurückgegriffen wird, bleibt abzuwarten. Zu guter Letzt eine erfreuliche Entwicklung. Mit dem Entwurf eines BMF-Schreibens hat nun auch die Finanzverwaltung eingestanden, ja, § 50i Absatz 2 ESDG hat eine überschießende Wirkung. Sollte kein deutsches Besteuerungssubstrat verloren gehen, kann auf Antrag bei bestimmten Vorgängen entgegen dem Wortlaut der gesetzlichen Vorschrift die Aufdeckung der stillen Reserven unterbleiben. So weit, so gut. Leider wirft der Entwurf und die darin enthaltenen Beispiele neue Fragen auf und das heißt warten auf das finale Schreiben. So viel in aller Kürze. Noch mehr Informationen rund um das Thema Steuern finden Sie auf unserer Homepage und in unserer neuen Tax-App. Vielen Dank, dass Sie dabei waren.